Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans. Es ist zwar leider wieder etwas kühler geworden, aber in meinem Herzen, da scheint die Sonne. Und der Grund dafür, den zeige ich euch gleich. Kommt mit. Und zwar ist es nicht diese zweifellos wunderschöne und sehr fein zu fahrende Honda CBR 500R. Es ist auch nicht vielleicht eins der Motorräder des Jahres, wenn nicht das Motorrad des Jahres, die Honda Africa Twin. Es ist auch nicht diese KTM LC4, von der ich gar nicht weiß, wem sie gehört, sondern es ist natürlich die Triumph Thruxton R. Da muss ich gleich in die Knie gehen. Ob dieser englischen wunderschönen Lordschaft, das hat ja wirklich fast was Adeliges, muss ich sagen, wie so ein alter Oldtimer, der bei so einem gebrechlichen Greisenlord in der Garage steht. Aber Gott sei Dank bin ich nicht gebrechlich oder ein Greis oder ein Lord. Habe aber eine frisch gefliste Garage und das gebührt dieser Preziose auch, dass ich sie vor Wind und Wetter schütze und sie nur bei Sonnenschein und blauem Himmel in die Freiheit entlasse. Den Schlüssel, den habe ich natürlich bei mir. In den letzten Jahren musste ich meine Dauertester immer mit sehr, sehr vielen anderen Grip-Party-Teilnehmern tauschen. Die letzten zwei Jahre war das eine Daytona 675R und die haben mir dann immer zum Reiten, zum Probereiten freigegeben auf der Rennstrecke. Aber mit dieser wird das nicht passieren. Das ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der rote Streifen, der zeigt an, dass es sich um ein R-Modell handelt mit dem wunderbaren Öl ins Fahrwerk und ein paar anderen Feinheiten. Ich habe hier drei Fahrmodi drauf. Rain, Street und Sport, die ich natürlich alle probieren werde. Ich werde damit auf der Rennstrecke fahren, auf der Straße, aber immer mit dem gebührenden Respekt. Und damit diesen Schlüssel auch niemand findet, werde ich ihn nächtens, so wie der Vater von Bruce Willis in Pulp Fiction, ihn in meinem Hintern verstecken, damit ihn niemand findet. Und jetzt, meine Lieben, starten wir dieses Fahrzeug zum allerersten Mal an. Naja, zum allerersten Mal nicht. Was ich sehe, 12 Kilometer wurden bereits gefahren. Ich weiß nicht von wem, hoffentlich nur von Uli Bonsels, unserem lieben Kollegen bzw. Kontakt bei Triumph. Jetzt werden wir das Motorrad mal anreißen. Das ist der 1200 Kubik, rein Zweizylinder, der neue, hat kräftig an Hubraum zugelegt, an Drehmoment 112 Newtonmeter, Drehmoment 97 PS. Und in der Thruxton arbeitet er als High-Power-Variante im Gegensatz zu Bonneville, wo er in der High-Torque-Variante verbaut ist. Ein sehr satter, dumpfer Klang, auch wenn man das Fahrzeug hochdreht, nicht unangenehm. Es gibt natürlich noch andere Auspuffanlagen, andere Endtöpfe, Komplettanlage, wo der Sound noch kräftiger wird, aber ich glaube, das werde ich serienmäßig lassen. Ich finde auch diese Trompeten wunderschön. Da muss man sich nicht unbedingt mit dem Gesetz spielen. Das Einzige, was ich noch ändern werde, das ist das Heck. Wenn man das einfach zu lang ist, das muss hier enden. Das gibt es auch. Aus dem Zubehör gibt es eigene Kits, wo das möglich ist. Und alles andere ist perfekt gelungen. Kein Wunder, dass die Thruxton mehr oder weniger vergriffen ist. Da ist schon einiges los und ich muss sagen, mich kann jetzt nichts mehr halten. Ich muss jetzt aufsteigen und eine Runde fahren. Also bis gleich.